Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, man muss ja nicht drum rumreden. Die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts zum Mietendeckel ist für die rot-rot-grüne Koalition, ist für die Mieterinnen in Berlin, aber auch für die Bundesländer insgesamt ein herber Rückschlag. Karlsruhe hat jetzt also entschieden, dass die Bundesländer nicht die Gesetzgebungskompetenz haben, um die Mieten zu begrenzen. Ja, klar, richtig. Die Opposition feixt hier rum, aber das Urteil kam tatsächlich überraschend. Jetzt hinterher kann man natürlich immer anderes behaupten, aber der Senat und die Koalition haben sich die Sache eben nicht leicht gemacht. Über Monate hinweg wurde diskutiert, wurden unterschiedliche Modelle gegeneinander abgewogen, Konzepte erstellt, in jedem Schritt unterstützt von juristischen Expertinnen und Experten von außen. Und am Ende haben mehr als 10 Professoren des öffentlichen Rechts und des Zivilrechts gesagt, die Länder haben die Kompetenz zur Regelung. Und eine Kammer des ersten Senats des Bundesverfassungsgerichts hat am 20. Oktober, also noch vor dem Inkrafttreten der Absenkungsregelung, in der Frage der Zuständigkeit ausgeführt, diese muss jedenfalls als offen bezeichnet werden. Wer also hinterher meint, es sei von Anfang an klar gewesen, dass der Mietendeckel vor Gericht scheitern wird, dem kann ich nur sagen, das ist schlichtweg falsch. Es gab und es gibt gute Argumente für die Landeskompetenz und ich will es noch mal betonen, das Gericht hat nur in der Frage der Kompetenz entschieden und eben nicht in der Sache. Ja, wir haben immer gesagt, dass wir mit dem Mietendeckel juristisches Neuland betreten und ein Experiment wagen. Und dazu stehen wir auch jetzt noch, denn wir hatten gute Gründe dafür. Berlin ist bundesweit der Hotspot am Mietenmarkt. Nirgendwo sonst sind die Mieten in den letzten Jahren so explodiert wie hier. Innerhalb von 10 Jahren haben sich die Angebotsmieten verdoppelt. Die Entwicklung der Einkommen in Berlin, der Berlinerinnen und Berliner kann da schon lange überhaupt nicht mehr mithalten. Kurz, na klar, seit 10 Jahren R2G, ach reden Sie doch nicht. Kurz, die Menschen in dieser Stadt können sich das Wohnen nicht mehr leisten. Doch der Bund weigert sich beharrlich zu regulieren und in den Wohnungsmarkt einzugreifen. Die Mietpreisbremse ist schlicht zahnlos und unzureichend. Und der Opposition hier fällt nichts anderes ein, als völlig abgehoben nach Marie Antoinette zu sagen, wenn die Menschen sich die Mieten nicht leisten können, dann sollen sie doch Wohnungen kaufen. Das ist wirklich absurd und hat mit dem Leben der Menschen in dieser Stadt nichts zu tun. Es geht nicht um irgendein Luxusprodukt, das man sich eben entweder leisten kann oder halt auch nicht. Wir reden hier von einem Grundrecht und einem Grundbedürfnis. Man kann nicht nicht wohnen. Mit dem Mietendeckel haben wir versucht, dem Grundrecht auf Wohnen Geltung zu verschaffen. Weil der Bund sich eben weigert, das zu tun, mussten wir es selbst in die Hand nehmen. Und ja, das war ein Risiko, aber wir haben eben versucht, in Berlin die Berlinerinnen und Berliner vor dieser Mietenexplosion und der Verdrängung zu schützen. Und dazu können wir auch stehen. Denn es ist doch so, wer kämpft, kann verlieren und Rückschläge erleben, aber wer nicht kämpft, der hat eben schon verloren. Und jetzt ist klar, Berlin darf es nicht, aber der Bund, der darf. Und der muss jetzt auch. Ich möchte an dieser Stelle noch einmal darauf hinweisen, dass mit dem Mietendeckel die MieterInnen besser gestellt worden sind als zuvor mit der Mietpreisbremse. Sie fallen jetzt auf diese Regelung zurück. Sie fallen aber nicht, und das geht in der Debatte manchmal unter, hinter diese Regelung der Mietpreisbremse zurück. Berliner MieterInnen werden jetzt also nicht stärker belastet als an anderen Gebieten mit angespannten Wohnungsmärkten, sondern bedauerlicherweise eben genauso stark. Und das ist eben zu stark. Bitte keine Zwischenfragen. Danke. Wir wollen ja Waffengleichheit hier. Viele Vermieterinnen fordern jetzt sehr schnell Nachzahlungen von den MieterInnen. Diese müssen unter Umständen schon bei der nächsten Miete beglichen werden. Wir als rot-rot-grüne Koalition übernehmen natürlich Verantwortung und lassen die MieterInnen jetzt nicht im Stich. Wir müssen unter allen Umständen verhindern, dass Menschen ihre Wohnungen verlieren, weil sie Nachzahlungen im Moment nicht leisten können. Ebenso müssen wir verhindern, dass EigentümerInnen versuchen, jetzt die Gunst der Stunde zu nutzen und unliebsame Mieterinnen und Mieter direkt vor die Tür zu setzen. Deshalb bin ich sehr froh, dass Sebastian Scheel und die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen es innerhalb weniger Tage geschafft haben, ein Hilfsprogramm für MieterInnen aufzulegen, die Mietnachzahlungen nicht leisten können. Dafür stehen 10 Millionen Euro bereit.
Dafür stehen 10 Millionen Euro bereit, die als zinslose Darlehen zur Überbrückung der Nachzahlungen vergeben werden. Und wenn MieterInnen nicht in der Lage sind, diese Darlehen später zurückzuzahlen, wird geprüft, ob auf die Rückzahlung dieses Geldes verzichtet werden kann. Vielen Dank für diesen Kraftakt an dieser Stelle. Dafür haben wir übrigens auch die CDU und ihren ach so dringlichen Antrag nicht gebraucht. Das war längst erledigt. Und dieser Fonds muss jetzt möglichst, lassen Sie mich doch erst mal sprechen, hören Sie ein bisschen zu, vielleicht lernen Sie noch was. Das muss jetzt an dieser Stelle vor allem schnell und unbürokratisch abgewickelt werden, denn die Zeit drängt. Für Menschen, die Leistungen vom Jobcenter, Sozialamt oder Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten beziehen, werden die Nachzahlungen übrigens vom Amt erstattet. Die Betroffenen sollten sich so schnell wie möglich an ihre zuständige Behörde sowie an die VermieterInnen wenden. Das gilt ebenso für Menschen, die Wohngeld bekommen. Wir empfehlen allen Mieterinnen und Mietern sich rechtlich beraten zu lassen. Die kostenlosen Mieterberatungsstellen der Bezirke stehen hierfür zur Verfügung. Und natürlich auch wir sind direkt ansprechbar. Bitte, bitte holen Sie sich Beratung. Die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften werden natürlich keine Mietnachforderungen stellen. Und darüber, das ist, glaube ich, eine Selbstverständlichkeit, und für uns als Linke ist es auch nur konsequent, dass die Regelung des Mietendeckels für die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften auch weiterhin Gültigkeit haben sollten. Meine Damen und Herren, ich wende mich an dieser Stelle aber auch an die Vermieterinnen und Vermieter direkt. Diese haben ja immer wieder betont, dass es einem Instrument wie den Mietendeckel nicht bedarf, da sie sich ihrer sozialen Verantwortung bewusst seien. Liebe Vermieterinnen, liebe Vermieter, lassen Sie Ihren Worten Taten folgen. Zeigen Sie jetzt in der Stunde, wo es so wichtig ist, dass das nicht nur markige PR-Sprüche waren. Meine Damen und Herren, nachdem das Urteil am Donnerstag früh bekannt gegeben wurde, sind am Abend, ich glaube, es waren sogar 20.000 Berlinerinnen und Berliner auf der Straße. Das war, glaube ich, jetzt mal ohne zu übertreiben, meiner Erinnerung nach, und ich war schon auf vielen Demos, die größte Spontandemonstration, an die ich mich erinnern kann. Und dort war keine Resignation zu spüren, ganz im Gegenteil. Die Demonstrantinnen und Demonstranten, also die Mieterbewegung dieser Stadt, sagt, jetzt erst recht, wenn die Landesregierung nicht handeln darf, dann muss es die Bundesregierung tun und einen bundesweiten Mietendeckel einführen. Und auch die Volksinitiative Deutsche Wohnen und Co. Enteignung, die die Vergesellschaftung des Grund und Bodens und darauf stehender Wohnungen großer Immobilienkonzerne fordert, bekommt im Moment enormen Zuspruch. Und der Druck auf der Straße zeigt uns, dass wir in unserer Mietenpolitik auf dem richtigen Weg sind. Wir werden weiter nach kreativen Möglichkeiten suchen und alle gesetzlichen Spielräume ausschöpfen, um in Berlin die Mieten zu drosseln. Wir wollen möglichst viele Wohnungen dem überhitzten Markt entziehen. Das machen wir, indem wir uns für Rekommunalisierung, Milieuschutz und bezahlbaren Neubau einsetzen. Und natürlich auch weiterhin die Vergesellschaftungsinitiative unterstützen und deren Umsetzung vorantreiben. Was bleibt von Mietendeckel, ist vor allem eine Erfahrung, die nach Jahren der Untätigkeit der Bundesregierung und der Mietenpolitik vielen Hoffnung gemacht hat. Und eben das Gegenteil von Politikverdrossenheit. Politik muss nämlich nicht vor dem Markt kapitulieren. Wir haben die Möglichkeit einzugreifen und den Markt zu regulieren. Wir haben mit dem Berliner Mietendeckel gezeigt, dass steigende Mieten kein Naturgesetz sind. Die Bundesregierung ist nun in der Pflicht zu handeln. Das ist die Pflicht gegen Politikverdrossenheit an dieser Stelle. Und das zwingt mich jetzt zum Schluss noch mal über ein ganz unangenehmes Thema zu sprechen. Wenn ich denn darf, meine Herren, das bringt mich dazu, noch über ein ganz unangenehmes Thema zu sprechen, nämlich über die CDU. Manchmal ist die Realität ja leider fast platter als so ein Groschenroman. Und liebe CDU, lieber Herr Dregger, Ihre Partei trägt im Bund die Verantwortung und verhindert seit Jahren aktiv ein soziales Mietrecht. Währenddessen hängen Sie direkt am Tropf der Immobilienwirtschaft. Allein 800.000 Euro haben Sie letztes Jahr vom Bauunternehmer Christoph Gröner eingestrichen. Also immerhin, das muss man Ihnen ja lassen. Sie machen wenigstens transparent, wen Sie hier im Parlament vertreten. Applaus
Und Sie sind ja nicht nur finanziell, sondern auch personell auf Ängste mit der Immo-Lobby liiert. Nehmen wir zum Beispiel das Beispiel der ZIA, dem Zentralen Immobilienausschuss, also dem Spitzenverband der Immobilienwirtschaft. Von 3 GeschäftsführerInnen sind eine ehemalige CDU-Landesministerin und einer ehemaliger CDU-Staatssekretär. Und dieser übt die ZIA-Geschäftsführung und das Bundestagsmandat der CDU derzeit sogar gleichzeitig aus. Also ich glaube, viel mehr muss ich an dieser Stelle gar nicht sagen, auch wenn ich die Liste noch ewig fortführen könnte. Ich denke, die Wählerinnen und Wähler werden ihre eigenen Schlüsse daraus ziehen können. Aber was wir hier so nicht einfach stehen lassen können, Herr Drecker, ist, dass Sie sich jetzt hier hinstellen und über die Notlage der MieterInnen sich beklagen. Das ist wirklich pure Heuchelei. Denn diese Notlage hat vor allem die CDU zu verschulden. Wir haben in Berlin den Mietendeckel verloren. Das müssen wir eingestehen. Aber die Idee hat inzwischen Flügel bekommen, weit über Berlin hinaus. Wir haben damit das Thema Regulierung der Mieten bundesweit auf die Agenda gesetzt. Es gibt jetzt eine bundesweite Kampagne zum Mietenstopp, die von vielen Verbänden und Initiativen getragen wird. Und auch die Linksfraktion im Bundestag hat schon einen Antrag für einen bundesweiten Mietendeckel eingebracht. Wenn die Bundesregierung und allen voran der Heimatminister nicht willens sind, das Zuhause der Mehrheit der Menschen in diesem Land zu schützen, dann ist es an der Zeit, dass sie endlich Platz machen für Menschen, die das anpacken. Herzlichen Dank. Applaus